Handlungsstränge. Ah, oh, okay, wunderbar. Abbilden kann. Okay, also was wir heute machen, ist einerseits werde ich ein bisschen reden über Dramaturgie in Geschichten, also wie Geschichten sozusagen gebaut sind. Und dann will ich euch den allerneuesten Stand unserer Software auf bmg.com zeigen. Und zu der Software selbst, ein paar von euch, glaube ich, haben schon mal in der aktuellen Version, die jetzt online ist, schon ein bisschen rumgeklickt, ein bisschen rumgespielt. Was wir jetzt demnächst launchen, ist eine komplett neue Version, die nochmal viel cooler ist und so. Und das will ich euch gleich mal zeigen. Und eine Frage kam auf, wird es denn möglich sein, dass man Handlungsstränge, also Storylines sozusagen, einzeln markieren kann und dann halt organisieren kann. Und das ist tatsächlich der nächste Feature, den wir reinbauen werden. Also gegenwärtig kann man ja Figuren anlegen in dem Plot und Schauplätze anlegen in dem Plot. Und das nächste, was wir machen, ist eine Funktion, das heißt Handlungsstränge, also auf Englisch Storylines. Und das kommt zu, ich sag mal, Ende September, Anfang Oktober. Ich würde sagen, du fängst mit deiner Präsentation an, die Schule machen wir später, die müssen erstmal wissen, worum es geht. Okay, wunderbar. Dann fange ich jetzt mal inhaltlich an und dann kommen wir zur Software, okay? Also, once upon a time. Ich hoffe, ihr sitzt alle gemütlich. Jetzt wird's ernst. So, aus irgendeinem Grund kann ich aber irgendwie nicht weiterklicken. Warum nicht? So. So, vor langer, langer Zeit war mal ein Homo sapien, vielleicht vor 40.000 Jahren oder so, war vielleicht auf Mammutjagd oder so und kam zurück in seine Höhle, wo seine Kumpels saßen und hat angefangen, denen zu erzählen, wie die Jagd so war. So oder so ungefähr stellt man sich so vor, dass es irgendwie anfing, dass wir als Menschen, die menschliche Spezies überhaupt, angefangen hat, sich Geschichten zu erzählen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir als Spezies da so ziemlich einzigartig sind, indem wir uns überhaupt Geschichten erzählen. Also man weiß es nicht so genau, aber vermutlich ist so eine Erzählkultur unter auch Delfinen oder Elefanten nicht ganz so ausgeprägt wie bei uns. Also wir sind sozusagen die Spezies, die sich Geschichten erzählt. Und das muss evolutionär sozusagen einen Grund haben, sonst würden wir es nicht tun. Wo man also spekulieren kann, dass wir als Spezies einen evolutionären Vorteil davon haben, dass wir uns Geschichten erzählen. Und was man dann merkt, wenn man so diese Gedankengänge verfolgt, ist, dass es eigentlich nur funktioniert, wenn Geschichten in einer bestimmten Art und Weise gebaut sind. Also, sagen wir mal, strukturiert sind. Aber bevor ich da so reingehe in die Tiefen, und es wird noch ganz schön elaboriert, ein paar kleine Sachen vorweg, also ein bisschen so ein paar Mythen, die man so häufig so liest oder hört, wenn man eine Geschichte schreiben will oder eine Geschichte zunächst komponieren will. Eins davon ist, dass der Held die faszinierendste Figur sein muss. Die Heldin oder der Held soll die faszinierendste Figur sein. Ich würde mal vorausschicken, dass das nicht unbedingt stimmt. Ich sag mal jetzt bei Harry Potter. Mal ganz im Ernst, ist Harry Potter von der Figur her wirklich die spannendste Figur in dieser langen Geschichte? Nicht unbedingt, oder? Also, wen gibt es denn da noch? Hermione ist schon irgendwie spannend, weil sie ein bisschen, weil sie mehr Eigenarten hat. Ne? Oder vielleicht auch Snape. Snape ist spannend. Aber als solches, der Harry Potter, ist so spannend eigentlich nicht. Was bei ihm wichtig ist, ist, dass er sozusagen eine Projektionsfläche bietet. Der hat gar nicht so viele einzigartige Merkmale, so Merkwürdigkeiten in der Person, aber er steht ja als Protagonist der Geschichte in gewisser Weise dafür, was die Leser oder die Zuschauer so miterleben sollen.
Ne? Deswegen ist es fast so wichtig, dass sie eigentlich gar nicht, also dass das in diesem Fall, wenn es der Held gar nicht so interessant selbst ist. Ne? Also, sondern eher so diese Projektionsfläche bietet, sodass wir alle uns identifizieren können mit ihm und seiner Situation. Das ist ähnlich wie bei Luke Skywalker. Wir haben eine Anmerkung von Liam. Ich finde den Pummel mit dem kaputten Zauberstab am besten. Dankeschön. Gut, machen wir mal weiter. Ein nächster Punkt, der häufig so zitiert wird, dass in Geschichten ist es am wichtigsten, was passiert als nächstes. Also der Leser liest weiter, weil er wissen will, was passiert als nächstes. Spannung wird erzeugt, weil der Leser wissen will, was passiert als nächstes. Auch das, würde ich mal sagen, ist nicht unbedingt immer richtig. Nehmen wir mal so ganz alte Geschichten, so die alten griechischen Autoren wie Sophokles oder Euripides oder so, ne? Wo als die ihre Stücke aufgeführt haben, Ödipus zum Beispiel, Ödipus Rex, ne? Dann war die Geschichte allen Zuschauern da eigentlich schon bewusst. Die wussten, was als nächstes passieren würde. Die wussten, wie die Geschichte ausgeht. Und was die dann gehalten hat, ist tatsächlich nicht zu sehen, was passiert, sondern wie und wieso passiert es. Ja? Und genau genommen merkt man das eigentlich auch bei jedem Hollywood-Film, oder wo man eigentlich ja schon weiß, wie die Geschichte ausgehen wird. Ne? Das Liebespaar wird sich schon finden und so. Ne? Eigentlich ist das Interessante nicht, was passiert, sondern wieso passiert es? Wie ist das Ganze aufgebaut? So, ne? Und das wird ganz relevant für unser Outlining-Thema. Denn wie Geschichten so tatsächlich funktionieren, ist nach einer bestimmten Regel. Und die heißt Ursache und Wirkung. Das heißt, dass jede einzelne Szene oder vielleicht besser gesagt Handlungsereignis sozusagen aufeinander aufbaut. Und alles, was in der Geschichte vorkommt, ist wie in einer von diesen römischen Brücken, wo wir hier dieses Bild sehen. Die Steine sind so geformt, dass sie ineinander passen und in einer bestimmten Reihenfolge reingesetzt werden müssen. Und sobald man einen Stein da rausnimmt, fällt das ganze Konstrukt zusammen. Oder wenn man versucht, einen weiteren Stein reinzuschieben, dann passen die alle nicht mehr. Und man muss an allen einzelnen Steinen was machen, damit es alles wieder zusammenpasst. Und bei Geschichten ist es so ähnlich. Also man hat ganz viele einzelne Handlungsereignisse und die bauen aufeinander auf in einer bestimmten so logischen Kette so und nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt, wenn man ein Handlungsereignis hat, das bestimmt, was danach passiert. So, und wenn man eins mal rausnimmt, dann kann man gar nicht wirklich verstehen, was hinterher kommt. So, ne? Also es ist so ein Aufbau, es hat eine gewisse Struktur und eine gewisse Logik. Und wie die funktioniert, dazu kommen wir gleich. Wichtig dabei zu bedenken, in allem, was ich jetzt so erzähle, ist, dass Geschichten eine für uns so als Menschen, ne, also als Leser oder als Zuschauer, wie auch immer ich sie wahrnehme, ich nehme sie tatsächlich wahr als eine Erfahrung. Und das wissen wir, weil wenn es aufregend wird, dann fängt unser Herz an zu klopfen oder ich schwitze oder die Hände werden irgendwie klebrig oder so. Also das heißt, es ist eine körperliche Erfahrung. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass das, was wir versuchen zu erzeugen, wenn wir eine Geschichte erzählen, ist, dass die Leser oder die Zuschauer emotional darauf reagieren, dass eine körperliche Wirkung kommt. Denn die Tatsache, dass wir eine Geschichte nicht nur im Kopf, sondern auch richtig körperlich wahrnehmen, ja, bedeutet, dass wir diese Geschichte erlebt haben. Und das ist ein Kernstück, woran man sich sozusagen erinnern muss, wenn man Geschichten baut, weil das, was man versucht hinzukriegen, ist ein Erlebnis hinzukriegen für die Leser. Und das komischerweise funktioniert besser, wenn man sich an bestimmte so strukturelle Regeln hält. Also Regeln ist zu stark das Wort, aber an Strukturen hält. Und die sind ungefähr so aufgebaut. Es fängt eigentlich immer an, eine Geschichte fängt an, dass
der Leser ein Problem wahrnimmt. Das heißt, es gibt sozusagen eine Grundsituation, ja, jede Geschichte hat am Ausgang eine bestimmte Grundsituation und in diese Grundsituation wird eine Störung reingebracht. Ja, häufig sozusagen von außen. Und diese Störung ist ein Problem. Wenn wir jetzt einen Krimi nehmen, dann ist das relativ klar zu sehen. Da hat man so ganz klassisch, ne, den Detektiv in seinem Büro und dann kommt ein Klient rein mit einem Fall und tischt diesen Fall auf. Und das ist dann das Problem, was es in der Handlung gilt zu lösen. Ne? Und das geht dann sozusagen durch eine bestimmte Sequenz von Sachen, die erlebt werden müssen, und zwar von dem Leser, also von dem Rezipienten, vom Zuschauer, ja, bis zum Ende, wo hoffentlich, also in der Regel, eine Veränderung in irgendeiner Art und Weise stattgefunden hat. Und diese Veränderung ist meistens so, dass es darum geht, eine Wahrheit zu aufzudecken oder etwas zu lernen, dass er aufs Gleiche herauskommt. Was das bedeutet, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt haben wir schon mal ganz abstrakt gesprochen, um das ein bisschen konkreter oder bildlicher zu machen. Wenn wir jetzt, wir schreiben ja alle hier, ne? Wie ist der Prozess eigentlich? Denken wir ein bisschen mal so drüber nach. Einerseits haben wir den Akt des Schreibens, und andererseits haben wir den Akt des drüber Nachdenkens, wie die Geschichte funktioniert. Dieses Bild, was wir hier sehen, das ist ein berühmter amerikanischer Autor, William Faulkner, der in einem Zimmer eine Weile gewohnt hat und sich da eine Geschichte ausgedacht hat. Und er hat an die Wand so geklebt, so seine Notizen für was in dieser Geschichte passiert. Hier ist William Faulkner an der Schreibmaschine. Das hier ist ein Plan, den sich ein Autor namens Joseph Heller ausgedacht hat. Und dieser Plan zeigt, wie die Handlung von seinem Roman Catch 22 funktioniert. Ziemlich komplexer Roman, unbedingt empfehlenswert. Hier ist die Schreibmaschine und der Schreibtisch, an dem Joseph Heller diesen Roman geschrieben hat. Das hier kennen vielleicht einige von euch. Das hier ist die Struktur, die J.K. Rowling aufgemalt hat für den ersten Band von Harry Potter. Ja, das ist sie beim Schreiben. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, dass es eigentlich für Autoren gilt, zwei unterschiedliche Prozesse zu beherrschen. Einerseits haben wir das Schreiben, also die Fähigkeit, schöne Sätze zu formulieren, die klar und deutlich das rüberbringen, was man sagen will. So, ne? Also da geht es um Sprache. Und da gibt es ja jede Menge Unterstützung für so softwaretechnisch, also wie man das macht. Also viele schreiben in Word. Ich vermute, ein paar von euch kennen auch Papyrus-Autor oder auch Scrivener. Ne? Also da gibt es so einiges, worin man schreiben kann. Aber was gibt es denn, worin man das andere machen kann? Wo man nachdenkt über Struktur in der Geschichte, über wie eine Geschichte überhaupt funktioniert, über Dramaturgie? Naja, dafür gibt es eben uns, bmg.com. Und das zeige ich euch gleich. Wenn man über Geschichten spricht, so mit einem Schritt zurück, so allgemein, woraus bestehen Geschichten eigentlich? Naja, da sind so vier unterschiedliche Bereiche. Und zwei davon betreffen das Outlining, also die Struktur. Und das sind die Figuren und die Handlung. Und das andere ist eben das Schreiben, also die Sprache, die Formulierung, der Stil. Ja. Und dann eben auch sozusagen die Bedeutungsebene, wenn man so will. Also was hat man da für Symbole drin? Ist das etwas, was vielleicht eher trivial ist, oder ist das hohe Literatur? Also was versucht man da so alles mit reinzugeben? Und das sind, darüber reden wir nicht. Also wir reden jetzt nicht über Language and Meaning, über Sprache und Bedeutungsebene. Wir reden heute ausschließlich über den Outline-Teil, also über die Figuren und über den Plot. Das heißt, es geht so um zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, was erzählt man? Und das andere ist, wie erzählt man es? Ne? Und wir reden heute ausschließlich über was wir erzählen wollen und nicht über das Wie.
So, zu den Figuren und Handlung. Darf ich mich mal einschalten? Ich versuche hier gerade auf diesem kleinen Fenster eure Fragen nachzuvollziehen. Ich werde versuchen, diese Chat-Funktion Geschichte zu lösen. Ich bin noch nicht ganz schlau daraus geworden. Ihr werdet es irgendwann feststellen. Und schön, dass es jemand gibt, der ein Notizbuch erhalten hat. Das war keine Absicht, aber ist jetzt halt irgendwie ein Special. Ich sehe die Chats. Cool. Genau. Machen wir weiter. Okay. Genau. Und Teilnehmer könnt ihr jetzt sehen. Mitarbeiter, sprich uns, könnt ihr auch sehen. Teilnehmerliste, weiß ich noch nicht. Sind jedenfalls 35. Das ist ja schön. Hallo allerseits. Das hast du jetzt erst festgestellt, das ist ja auch reizend. Cool, ja, ich bin ja am Konzentrieren. Bekommt man die Folie in der Präsentation später, können wir vielleicht kurz beantworten. Können wir gerne machen. Haben wir jetzt nicht vorgesehen, aber kriegen wir hin, dass ihr die irgendwie zugeschickt bekommt. Ja? Du hast eine viel tollere Ansicht als ich. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ja, ich bin auch auf dem Mac. Ne? Das habt ihr nicht gehört. Also, ich mache mal weiter. Ja. Figuren und Handlung. Das Interessante ist, dass Figuren und Handlung aus einer gewissen Perspektive eigentlich genau das Gleiche sind. Denn das Handeln der Figuren ist ja im Prinzip die Handlung. Ja. So, jetzt bin ich hier mal rausgeklickt. Da. Also das Handeln der Figuren ist die Handlung der Geschichte. Das geht auf Deutsch so schön, ne, dass es ein und dasselbe Wort ist und es ist ja auch ein und dasselbe Ding. Ja? Also das, was die Figuren machen, ergibt die Geschichte. Das heißt, wenn wir outlinen, dann outlinen wir nicht nur Handlung. Wir outlinen auch, was die Figuren machen. Wir reden eigentlich über das Gleiche. Wichtig dabei zu bedenken, wenn wir in diesen Prozess einsteigen, so des Outlinings, wie baue ich eine Geschichte, dann bauen wir an jeder Ecke, wo wir können, Kontrast ein und Konflikt ein. Das kann sein, dass dieser Konflikt und Kontrast sozusagen zwischen den Figuren ist. Kann aber auch sein, dass es sozusagen innerhalb von einer Figur ist. Es kann auch sein, dass das einfach nur in den Beschreibungen sozusagen der unterschiedlichen Orte, an denen die Geschichte stattfindet. Ja. Also Geschichten leben davon, dass da Konflikt stattfindet und dass die unterschiedlichen Elemente in der Geschichte kontrastieren. Das heißt, im Gegensatz zum wirklichen Leben, wo man ja häufig versucht, Konflikte zu vermeiden, wenn ihr eine Geschichte konzipiert, überlegt euch, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Welche Missverständnisse sind da sind möglich? Lasst sie passieren. Eure Helden müssen das Schlimmste erleben, was passieren könnte. Ja? So, dann noch ein weiteres. Die Prämisse. Prämisse ist ein schwieriges Wort manchmal. Eigentlich, was es bedeutet, ist lediglich, was wäre, wenn. Und das ist so ein guter Ausgangspunkt für eine Geschichte oder für wie ich drüber nachdenke, wie eine Geschichte funktionieren könnte. Was wäre wenn? Weil diese Frage allein schon impliziert, dass ich einen Grundzustand habe, ja, und da eine Störung reinkommt. Das heißt, was wäre wenn, wir sitzen hier im Büro und halten ein Webinar ab und plötzlich kommt hier Robert Becker zurück und sagt, er braucht den Konferenzraum. Ja? Dann haben wir eine Grundsituation, wir beide sitzen hier und machen ein Webinar und dann kommt eine Störung rein von außen. Und das ist sozusagen fast immer der Ausgangspunkt für jede Geschichte. Wir hatten ja vorhin diese schöne römische Brücke mit den kleinen Steinchen drin, die so zueinander passen. Dieses Bild können wir da gerne wieder aufnehmen. Und das Ganze heißt letztendlich Story Arc auf Englisch, da kann man auf Deutsch Spannungsbogen zu sagen. Und um diesen Gedanken da aufzugreifen, so von der Prämisse, von dem Grundzustand und dann eine Störung, die dazukommt. Wir versuchen hier mal zu etablieren oder so rauszukitzeln, welche Aspekte oder welche Elemente, welche Bausteine, ja, sind eigentlich grundsätzlich in jeder Geschichte drin und mehr oder weniger in welcher Reihenfolge die da drin sind. Okay? Also sozusagen ein weiter Schritt zurück
Ja, wir reden sozusagen über die Dramaturgie, die Struktur, wie mehr oder weniger alle Geschichten gebaut sind. Und wenn man es schafft, diese Struktur da irgendwie in seine eigene Geschichte reinzubringen oder zu sehen, und dann kann man die eigene Geschichte vielleicht so bauen, dass sie halt dramaturgisch gesehen besser funktioniert. Das heißt, überlegt euch am Anfang, was ist diese Grundsituation, dieser Ausgangspunkt so, ne? Was ist die Situation am Anfang? Und was ist der Auslöser der eigentlichen Geschichte? Das heißt, was ist diese Störung, die von außen kommt, ja? Die so der Auslöser ist für das, was alles, was folgt? So. Ich bin nicht so fit bei Harry Potter, aber ich würde mal sagen, bei Harry Potter ist es so, du hast die Grundsituation, dass Harry Potter da wohnt in diesem unter der Treppe, ne? Und dann auf einmal wird er ja so rausgeholt. Und das ist so der Moment, wo alles für ihn so losgeht. Ich bin ja ein bisschen älter, das heißt, ich bin so aufgewachsen mit ganz anderen Geschichten. Ich bin noch bei dem ursprünglichen Krieg der Sterne zum Beispiel. Da ist es so, dass Luke Skywalker am Anfang der Geschichte, nicht ganz am Anfang, aber so vielleicht nach 10 Minuten, nachdem der Film losgegangen ist, kriegt er eine Botschaft, sieht er eine Botschaft von einer hübschen Prinzessin und da ist er fasziniert und will diese Prinzessin finden und will ihr helfen. Und das ist sozusagen das kleine Ereignis, ja, ein Handlungsereignis, was sozusagen lostritt alles, was folgt. Und zwar deswegen, das heißt in der Filmsprache, heißt das Inciting Incident. Ja, also das ist der Auslösermoment, ja, für die gesamte Geschichte. Und das funktioniert, weil in dem Moment etwas etabliert ist in dem Protagonisten und mit dem Protagonisten dann auch im Leser oder Zuschauer. Und zwar, dass der Protagonist was will. Ja? Das heißt, eine Motivation ist etabliert. Wenn wir jetzt von Luke Skywalker reden, dann ist es, dass er die Prinzessin finden will. Wenn wir so dieses klassische Beispiel eines Krimis nehmen, Krimis sind meistens relativ klassisch aufgebaut, oder zumindest die altmodischen, da ist es halt, dass der Detektiv ganz banal den Fall lösen will. Ja? Worüber wir hier reden, ist sozusagen die auf reiner Handlungsebene. Ja? Wir reden ja über die Dramaturgie, wir reden über die Handlung. Ja? Das ist sozusagen das Skelett der Geschichte. Und nicht über irgendwas anderes, also wie man das dann auch noch so tiefergründig macht. Dazu kommen wir noch. Ja? Also wir haben zwei Sachen etabliert. Kurze Zwischenfrage. Hier fragt jemand, was die Heldenreise ist. Ja, die Heldenreise. Die Heldenreise ist im Prinzip genau das Gleiche hier. Und zwar in 12 Bausteine eingeteilt. Ja. Die Heldenreise geht davon aus, dass es anfängt mit einer Ordinary World, also der Welt, wie sie so ist, in diesem Urzustand. Und dann kommen so The Call, wie das also der Ruf sozusagen kommt. Der Protagonist erhält von außen einen Ruf. Und das ist eben, was ich hier External Problem, also ein externes Problem genannt habe, oder was die Filmleute Inciting Incident nennen und so weiter. Dann wird der Held gerufen. Also es ist die Heldenreise ist sowas, man nennt das so ein Paradigm, so ein Paradigma für wie Geschichten funktionieren. Es gibt so ein paar von solchen Paradigms. Im Kern sagen die alle mehr oder weniger das Gleiche, widersprechen sich nur im Detail. Und alles, was ich hier aufzeichne, passt genau so zu diesen gängigen Paradigms. Die Heldenreise ist besonders spannend, weil sie basiert auf Recherche von einem Akademiker vor einigen Jahrzehnten, der hieß Joseph Campbell. Und dieser Joseph Campbell, der hat herausgesehen und studiert, wie Mythen funktionieren, und zwar von allen Kulturkreisen, also allen möglichen Kulturkreisen der Welt, hat er die Mythen so analysiert und festgestellt, dass die alle nach derselben Struktur mehr oder weniger funktionieren.
Und das war das, was er so geleistet hat und analysiert hat. Ja. Und er war rein so objektiv, dass er sagt, guck mal hier in den polynesischen Mythen, die funktionieren genauso wie die nordischen Sagen und die funktionieren genauso wie die griechischen und wie die indischen. Also strukturell sind die alle ganz ähnlich, hat er gesagt. Und irgendein schlauer Mensch, oder tatsächlich ein bestimmter Mensch namens Christopher Vogler, der in Hollywood gearbeitet hat bei Disney, hat vor einigen Jahren dieses Buch von Campbell gelesen und gedacht, okay, das ist ja spannend. Wenn dem so ist, dass eine gewisse Grundstruktur in diesen Mythen da ist, und die Mythen, die sind ja, die überdauern ja die Jahrtausende, ne? Das heißt, die müssen ja als Geschichten schon gut funktionieren. Wie ist es denn, wenn wir versuchen, diese Struktur anzuwenden in unseren Filmen? Hat dann so ein siebenseitiges Memo durch Disney geschickt, das fanden Leute gut. Und dann haben sie angefangen, halt so nach diesem etwas vereinfachten Form von dem, was Campbell über Mythen herausgefunden hat, so ihre Geschichten zu strukturieren, also ihre Screenplays letztendlich zu bauen. Und das hatte in Hollywood sehr große Auswirkungen. Das heißt, man merkt es vielen Hollywood-Filmen an, dass sie nach diesem Schema, diesem Paradigm, dieser Heldenreise gebaut worden sind. So. Du solltest mal anfangen mit dem Programm. Genau, das Programm. Jawohl. Also, wir haben etabliert, dass der Held etwas will. Es ist ganz gut, wenn was er will, ist sozusagen ein Zustand. Meistens ist es so, dass es also will eine Wahrheit entdeckt haben, also will den Fall gelöst haben. Aber häufig ist es so, dass es ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes Ziel gibt, was dann was Handfestes ist, was dann das Ziel darstellt, was unterschiedlich ist von dem Wunsch, sagen wir mal. Am Anfang der Geschichte denkt der Held, dass wenn er dieses bestimmte Ziel erreicht, dann kriegt er, was er will oder sie. Ja? Und häufig ist es dann so, dass wenn die ganze Geschichte durchgeht und kommt man zum Ziel, dann kommt häufig so ein Effekt auf, dass dieses Ziel eigentlich gar nicht das ist, was die Figur wirklich braucht. Aber dazu kommen wir gleich. Es gibt noch so ein Phänomen, das heißt MacGuffin. MacGuffin kennt ihr vielleicht. Das ist der Ring in Herr der Ringe. Das ist der Malteser Falke. Das ist der Schatz, den Indiana Jones sucht. Also es ist irgendein Ding, was etabliert wird am Anfang der Geschichte, wonach alle, vor allem der Held, strebt, also was er haben will. Ja? Und das ist im Prinzip gleichzusetzen mit dem Ziel, strukturell gesehen. So, ne? Also das Ziel ist, MacGuffin zu bekommen. Und MacGuffin nennt man das, wenn es so etwas Dingliches ist, wie so ein Ring. Und damit, wenn man das erstmal etabliert hat, dann gibt es auch eine Aufgabe für den Protagonisten, also für den Helden. Also er muss eine bestimmte Sache erledigen. So. Und um sowas zu erledigen, braucht er bestimmte Dinge. Ja? Das heißt, also versuche mal ein einfaches Beispiel zu nehmen, wenn jetzt ein Ritter will die Prinzessin retten, dann ist das Ziel, den Drachen zu töten, ja? Oder zumindest zu beseitigen. Und dann ist seine Aufgabe, halt loszuziehen, um den Drachen zu finden und halt zu beseitigen. Und um das hinzukriegen, braucht er erstmal ein Schwert. Das heißt, er braucht erstmal irgendwas. Ja? Und diese Struktur findet man ganz häufig in allen möglichen Geschichten. Ich will ja nicht zu lange zu abstrakt reden. Wichtig ist auch, dass ein bestimmtes Risiko etabliert wird. Also wir haben ein Ziel etabliert, die Leute, der Held oder die Heldin will was erreichen. Was ist, wenn sie es nicht erreicht? Das muss irgendwie bedrohlich oder schlimm sein. Ja, und das muss auch relativ früh etabliert werden, dass es ein bestimmtes Risiko gibt. Das heißt, wenn diese Aufgabe nicht erfüllt wird, dann ist das was Schlimmes. Ja, weil wenn nicht, wenn es egal ist, wie es ausgeht, dann sind die Leser nicht bei der Stange. Ja.
Was häufig vorkommt, also es geht ja eigentlich immer darum, also ich hatte ja schon gesagt, Konflikt ist was ganz Wichtiges. Der Konflikt findet sich am stärksten meistens zu einem Punkt nah am Ende, und zwar da, wo das Ziel ist. Da kommt dann so eine Konfrontation. Und häufig wird die Heldin oder der Held konfrontiert eben mit dem, wovor sie am meisten Angst hat. Und das, was das ist, wovor er am meisten Angst hat, das muss früh etabliert werden. Ist ähnlich, wenn da bestimmte Sachen sind, die der Held ganz gut kann, also Harry Potter kann zaubern und so, das muss man dann auch relativ früh etablieren. Also Stärken und Schwächen muss man etablieren relativ früh, damit sie später zur Geltung kommen. Und dann geht die Reise so los. Ja, wenn man all diese Dinge, die man hier links sieht, wenn man die alle etabliert hat, so relativ so im ersten Viertel der Geschichte, dann geht die Reise los und dann fängt es an mit den Hindernissen. Das sind ganz unterschiedliche Hindernisse so. Und es geht aber darum, dass die Figur immer aktiv was tut, immer an den nächsten Schritt geht. Und das ist immer irgendwas tun, oder wenn es nicht etwas tun ist, dann ist es etwas lernen, also etwas herausfinden. So, Schritt für Schritt für Schritt und bis zu dem Punkt, wo sie zum Ziel kommen. Und dieses was tun ist ganz, ganz wichtig. Also das heißt, es muss sozusagen aus der inneren Motivation der Figur kommen, dass die aktiv wird. Weil wenn alles der Figur passiert, wenn sie sozusagen passiv ist und das alles von außen kommt und die Figur nicht selbst Entscheidungen trifft, wenn sie passiv ist, dann funktioniert die Geschichte meistens nicht im Sinne von, es ist meistens langweilig. Ne? Alles, wovon ich jetzt geredet habe, ist Oberflächenstruktur der Geschichte im Sinne von Handlung. Ne? Und wenn man die sozusagen mit Tiefe füllen will, dann braucht man noch mehr als eine reine Handlung. Aber auch dazu gibt es eine gewisse eine gewisse, ich mache mal dieses komische Zeichen, wenn das nicht da sein soll. Ihr müsst damit leben, das ist das Druckzeichen. Wie auch immer, also um eine Tiefe in die Geschichten reinzubringen, braucht man nochmal eine andere Ebene. Und diese Ebene, ich mache es mal ganz schnell, ist sozusagen parallel zu dem, was außen an der Oberfläche der Handlung passiert. Und zwar, indem es anfängt mit einem Problem. Und zwar ein inneres Problem in der Figur in der Regel. Das ist meistens eine Schwäche, ja, eine Charakterschwäche. Ja, oder im Prinzip das, wo zumindest der Leser weiß, das ist das, was diese Figur lernen muss. Das ist das, was erreicht werden muss. Und so die Notwendigkeit sozusagen beim Leser klar ist, okay, diese Figur hat diese Schwäche, das muss sie irgendwie noch lernen. Ne? Und der Leser weiß das schon früh, ja? Aber die Figur selbst in der Regel weiß das erst ein bisschen später. Und zwar entweder am Mittelpunkt oder kurz vor dem Ziel. Und das Ziel ist da kommt ein Moment der Wahl meistens. Und zwar ist das der Punkt, wo die Heldin, der Held beweisen muss, dass sie was gelernt hat. Denn letztendlich geht es immer darum, dass am Ende der Geschichte der Zustand ein anderer ist als am Anfang. Und das, was sich geändert hat, kann man meistens ausdrücken in Form von etwas wurde gelernt. Also eine Wahrheit wurde irgendwie geöffnet. Und wenn das nicht im Protagonisten selbst drin passiert, dann muss es zumindest, eigentlich ist es das Wichtigste, dass es bei dem Rezipienten stattfindet, also bei dem Leser. Das klingt alles recht abstrakt, ist auch nichts Neues. Es hatte im Prinzip Aristoteles schon beschrieben in seiner These, Antithese, Synthese, in der Poetik. Insofern, das ist die Struktur, die im Prinzip schon 40.000 Jahre alt ist. Also sie angefangen hat mit unserem schönen Neandertaler, als er von der Mammutjagd nach Hause kam. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir das heutzutage alles online und digital machen. Ne? Damit bin ich am Ende von meiner Ausführung über Dramaturgie und würde euch jetzt noch kurz was zeigen, wie man das alles bei bmg.com umsetzen kann.
So, ich schalte mich mal kurz ein. So, ich habe ihn jetzt ein bisschen da durchgejagt. Kannst du mal kurz Luft holen? Ja, danke. Wir zeigen euch jetzt nochmal kurz das Tool, so wie es im Moment aufgesetzt ist, also was ihr dann ja auch testen könnt. Und ich bin die ganze Zeit dabei, eure Fragen zu beobachten. Also ich würde vorschlagen, wir bündeln die Fragen jetzt auch schon in dem Moment, wenn Olaf euch das Tool vorstellt. Und danach nochmal, ja, inhaltlich oder speziell, könnt ihr auch nochmal in die Tasten hauen und dann werden wir das aufnehmen. Mhm. Fang du erstmal an mit deinen grundsätzlichen Funktionen. Beziehungsweise ich schaue gerade nochmal. So, ich glaube, ein paar von euch erkennen das ja schon ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt jetzt sehen. Wir sehen hier sozusagen eine Oberfläche. Ich tippe da jetzt mal was rein, um ein Projekt anzulegen. So, wir brauchen jetzt einen Geschichtsnamen. Nennen diese Geschichte mal Nadine. So, jetzt sind wir in dem Tool gleich drin, haben ein Projekt angelegt. Stopp, können... kurz. Mhm. Ton ist weg. Einmal kurz Rückmeldung bitte. Hört ihr mich noch? Super, okay. Super, dankeschön. Okay, so, wir sind jetzt in dem BeamNG-Tool. Was sehen wir? Wir sehen, das Wichtigste, was wir sehen, ist hier eine Karte. Das ist so wie eine Karteikarte. Ja? Und hier kann man ein Handlungsereignis schon mal notieren. Das heißt, ich weiß nicht, wie, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mir sagen, was ich hier reintippen soll. Ne? Wir brauchen eine bestimmte Idee für ein Handlungsereignis in einer Geschichte. Also eine Szene in einer Geschichte, sagen wir mal. Haben wir da eine Idee für eine Szene in der Geschichte? Typt mal schnell jetzt im Modus. Was? Nadine kocht. Eine Reise? Reise Olvi. Ist gut. Nadine kocht Olvi Kaffee. Liam, ich liebe dich. Du bist echt, du kriegst... Die Kinderreise. Was war das? Irgendjemand kocht Kaffee? Ja, ich koche für dich Kaffee. Ja. Nadine kocht. Kommst noch. Kaffee. Nadine kocht Kaffee. Gute Idee. Okay, haben wir noch ein weiteres? Mach doch einfach Olaf holt Kekse. Olaf holt Kekse. So, jetzt habe ich mal ein paar Karten angelegt. Diese Karten hier sind unsere, wir nennen sie mal Ereigniskarten. Das steht für ein Handlungsereignis oder eine Szene in der Geschichte. Was ich hier machen kann, ist, dass ich die zum Beispiel ziehen kann. In unterschiedliche Reihenfolgen. Ja. Und so habe ich die jetzt mal in eine Reihenfolge gezogen. Hier ist ein Switch, das heißt Narrative and Chronology, das heißt Narration und Chronologie. Also das heißt, ich kann sie so in eine Reihenfolge tun, wie sie zeitlich tatsächlich nacheinander passiert sind. Aber vielleicht will ich das ja anders erzählen. Vielleicht will ich so erzählen, dass ich zuerst die Szene zeige, wo Olaf die Kekse holt. Das ist so mal eine Kernfunktion. Ne? Was wir hier sehen, ist eine Sidebar und hier kann ich Informationen den Karten zuordnen. Ich kann also sagen, welche Figuren sind eigentlich dabei. So, sind hier schon mal Nadine gibt es in der Geschichte, Olaf gibt es in der Geschichte, ich glaube es gab einen Liam, der sich schon mal gemeldet hat. Du kriegst gerade einen Lob von den Schreibnacht-Admins. Oh, danke schön. So. So, jetzt haben wir hier ein paar Charaktere, ein paar Figuren angelegt. Und diese Figuren, die kann ich jetzt diesen Karten hier zuordnen. Kann ich sagen, okay, So, jetzt kann ich hier ranklicken und sagen, welche Figuren sind bei welchen Szenen dabei. So. Ja. Und wenn sie rot sind, dann sind sie zugeordnet. Und das Gleiche kann ich machen für Schauplätze. Und in ein paar Wochen werden wir das Gleiche machen können, eben für den Handlungsstrang. Da kann man sagen, okay, das ist Handlungsstrang A und das ist Handlungsstrang B und so weiter. Und die kann man anlegen. Und der Vorteil, dass man, wenn man das machen kann, ist, dass man eben dann sagen kann, wenn ich hier auf Filter drücke, dann sagen kann, okay, jetzt zeig mir doch mal alle Szenen, wo Nadine dabei ist. Und jetzt sind alle Szenen, wo Nadine dabei ist, hier so markiert. Ja? Haben wir hier diese rote Markierung drum. Und wenn ich dann nur die sehen will,
dann kann ich hier auf Filter drücken und dann sehe ich nur die. Ja. Und wenn ich das jetzt mir vorstelle mit einem Handlungsstrang, dann habe ich halt hier nur den einen Handlungsstrang sozusagen rausgenommen aus der Gesamtgeschichte und kann den an den arbeiten, bis der komplett logisch ist. Ja? Wenn diese Sachen hier, also alles, was wir hier an Funktionen und auch inhaltlich drin haben, es gibt hier ein kleines Fragezeichen und ich kann nur empfehlen, immer wieder auf das Fragezeichen zu gehen, weil das Fragezeichen erklärt, was man hier machen kann und dann gibt es hier immer einen Button, da steht mehr zu und da geht es dann zu unserem Blog, der dann genau erklärt, was es sozusagen inhaltlich mit dieser Funktion auf sich hat. Das heißt, wenn ich hier in Locations gehe, dann steht hier was über Locations. Ja? Und so weiter. Und das ist das eine. Und was ganz neu ist, ist, dass wir in demselben Tool in die Charakteransicht, in die Figurenansicht wechseln können. Und hier sehen wir, die Figuren, die wir eben angelegt sind, sind hier schon mit Karten hinterlegt. Da sind sie. Und wenn ich jetzt hier Nadine bearbeiten will, dann kann ich auf sie raufklicken und entweder auf diesem Bleistift hier oder in diese Single-Multi-Ansicht gehen. Ja. Das ist dann die multiple Persönlichkeit. Und dann kommt man in so eine Art Fragebogen. Der paar von euch kennen ja vielleicht unseren alten Fragebogen. Wir haben den nochmal überarbeitet. Also einmal, dass er jetzt hier so läuft. Andererseits auch inhaltlich. Und hier wieder kann ich nur sagen, also empfehlen, immer auf dieses Fragezeichen klicken, weil auf dem Fragezeichen ist immer erklärt, was mit dieser Frage eigentlich gemeint ist. So. Und da werden die Fragen gestellt, die kann ich hier eintragen. Also, was will sie? Sie will Kaffee. Ja, was ist ihr Ziel? Wahrscheinlich fertig werden und so weiter. Ne? Das kann ich ja alles eintragen. Wenn ich dann wieder in die Multiview gehe, dann steht, hier sind alle Fragen, so, ich habe diese hier schon ausgefüllt, die will ich jetzt mal sehen, ne? Weil ich mal gucken, welche wir haben, dann stehen die Inhalte da schon drin. Die kann ich dann sehen. Und das Gute jetzt ist, was bei dem alten Tool noch nicht ging, so, ist, dass ich dann vergleichen kann. Ja? Das heißt, wenn ich das ausfülle für die unterschiedlichen Figuren, dann kann ich die jetzt nebeneinander sehen, was ich hier geantwortet habe, und auch feststellen, ob da genug Kontrast ist zwischen den Figuren. Weil, wie gesagt, die Geschichten leben von Konflikt. Und Konflikt ist im Prinzip, dass Gegensätze kommen. Also Gegensätze, Kontrast ist immer gut. Und das kann man mit den Figuren hier wunderbar ausarbeiten. So. Und ansonsten, was wir auch noch geändert haben, nochmal vereinfacht haben, ist die Reihenfolge der Fragen. Denn die spiegeln jetzt sozusagen wieder, zu was ich jetzt eben vorhin auch erzählt habe, in dem Spannungsbogen. Zuerst kommen die Fragen, die sich rein darauf beziehen, wie der Plot, also wie die Handlung gebaut ist. Und dann kommen irgendwann die Fragen, wo es mehr darum geht, die psychologische oder emotionale Wahrheiten dieser Figuren auszuarbeiten. Sowas hier. Ne? Und so weiter. Ja, es kommt noch viel mehr. Wenn man das zum Character Tool ist direkt eine Frage. Ja. Ob man Fragen selbst erstellen kann. Wunderbare Frage, sehr gut. Man kann es noch nicht, aber das ist in unserer Feature-Pipeline drin und das wollen wir auch dringend umsetzen, weil es ist einfach zwingend notwendig, ne? Dass man halt selbst bestimmen kann, welche Fragen oder welche Informationen man hier drin haben will. Also noch nicht, aber wird es geben, ich sag mal so, hoffentlich noch in diesem Jahr. Gehen wir mal zurück. Na? Es ist noch eine weitere Frage zum Character-Tool, ob man Charaktere oder Figuren aus anderen Geschichten importieren kann. Mhm. Also dass man zum Beispiel, wenn man Mehrteiler bildet oder wie auch immer,
wo das, ja, das gleiche Personal auftritt. Ja, ja, ja. Es wird so sein, wenn man sich, ich sag mal so, zur Buchmesse so ungefähr, wollen wir soweit sein, dass man hier sich einloggen kann und sich sozusagen ein Premium-Account zulegen kann. Und wenn man das hat, dann kann man unterschiedlich, kann man mehrere Projekte anlegen und die dann auch ein Stück weit verwalten. Und was wir also nicht gleich im Oktober haben werden, aber die Funktion sozusagen, wie jetzt hier beschrieben, dass ich sozusagen also Figuren anlegen kann und die dann in einer anderen Geschichte weiter bearbeiten kann oder eine andere Geschichte durchleben kann, das wollen wir machen. Es ist intendiert, ist jetzt allerdings noch nicht programmiert. Ist auch eine super Idee. Gute Frage. Warte kurz, ich schaue mal gerade, ob ich noch eine Frage zum Character-Tool habe, die wir gleich... Mhm. Wer hat hier einen Schreibfehler entdeckt? du kannst derweil, während ich hier kurz suche, mal bitte was zum, ja, Thema deutsche und englische Version kurz einflechten. Oh ja, wir haben ja euch eine deutsche Version versprochen und Nadine hier hat die alles, was hier an Texten auftaucht, diese ganzen Sachen, alles schon übersetzt. Das ist großartig. Wir haben es, als Texte sind sie fast fertig. Die müssen einfach nochmal redaktionell überarbeitet werden. Wir hatten gehofft, dass es jetzt soweit ist, dass wir es euch schon zeigen können. Wir werden es aber erst bis zum Ende des Monats geschafft haben. Aber Ende des Monats gibt es eine deutsche Version von allem, wo auch all diese Fragen im Character Tool zum Beispiel auch alle auf Deutsch sind. Ja. Wir haben es leider nicht geschafft, das für heute hinzukriegen, aber zu Ende des Monats. Und das heißt auch, und das ist ja eben das, was wir euch heute noch irgendwie als Goodie anbieten wollen. Ihr wollt ja nicht nur hier gucken. Das hier, was ich euch zeige, ist ja alles noch verschlossen. Ne? Aber ich gebe euch sozusagen schon mal die URL. Ne? Und das, ich würde sagen, das machen wir am Schluss. Okay. So, wir müssen jetzt hier mal in die Pette kommen. Ja. Hier gibt es noch eine Frage direkt zur Übernahme vom alten ins neue Pool, ob man die... Ja, ja. Genau. Genau, ich hatte ja mal vor kurzem rausgeschickt an die Tester, die User von unserem Plot-Tool, hatten wir das schon mal rausgeschickt. Das sind im Prinzip jetzt zwei komplett unterschiedliche Sachen. Wir haben das ganze Ding nochmal von vorne gebaut. Das heißt, wir können nicht so ohne weiteres per Knopfdruck die Inhalte, die ihr in dem alten Tools gemacht habt, rüberholen in das neue Tool. Wenn da was ist, was ihr rüberholen wollt, unbedingt, schreibt uns eine Mail. Ja, hello@bmg.com oder auch zu mir direkt, olaf@bmg.com, und wir versuchen dann rauszukriegen, welches überhaupt euer Projekt ist, das können wir ja nicht sehen, und gucken mal, ob wir eine Lösung finden, wie wir diese Inhalte rüberholen in das neue Tool. Aber automatisch geht es leider nicht, weil das zwei komplett unterschiedliche Tools tatsächlich sind. Okay, eine letzte Frage zum Character-Tool und dann bitte in den Plot-Outliner wieder, ja, und kurz erklären, denn hier häufen sich jetzt die Fragen und wir haben nicht mehr allzu lange Zeit. Ja. So, hier taucht die Frage auch auf, ob man auch Bilder zu den Karten der Figuren addieren kann, quasi wie ein Avatar. Ja. Ja, ist auch ein Feature für die Zukunft, was wir gerne machen wollen. Ist allerdings nicht so ganz einfach, also nicht ganz trivial. Das werden wir nicht in den nächsten paar Monaten haben. Das werden wir irgendwann im Laufe von 2017 hoffentlich machen können. Aber so ein Image-Uploader oder so ein Bild-Importer ist nicht so ganz einfach. Da müssen wir viel Konzeptionsarbeit reinstecken und auch gucken, dass das alles noch handelbar ist, auch von den ganzen Datenmengen, die dadurch erzeugt werden, und dass das Tool aber trotzdem noch schnell ist und so weiter. Also wir sind dran, aber das wird noch eine Weile dauern. Gut, klar. Ja. Okay, ja, dort habe ich ja im Prinzip schon gezeigt. Da gibt es über 1000 Fragen. Oh ja, was denn für Fragen? Das sind maßlos wichtige Fragen. So, willst du gleich loslegen oder willst du noch irgendwas erzählen? Nur Fragen, Herr Mensch.
Hattest du eigentlich gezeigt im Character-Tool unten die ganzen Sachen, die man zuordnen kann? Im Character-Tool jetzt? Ja, sorry. Gehen wir kurz zurück zum Character-Tool. Meinst du die Übersicht von den Funktionen, das hier? Ja, hast du das schon gezeigt? Ich glaube ja, ne? Also das hier sind im Prinzip, wir nennen diese ganzen Sachen hier jeweils Attribute. Und das sind im Prinzip gewisserweise Funktionen. Ne? Und die kann ich hier, kann ich sie aussuchen, welche ich vorne angezeigt haben will. Ne? Das heißt, die sind dann hier angezeigt. Und um die zu aktivieren, damit sie auch hier in der Gesamtansicht in dem Grid erscheinen, im Raster, klicke ich dann einfach drauf. Und wenn ich sie füllen will, dann klicke ich darauf und dann kann ich da was reinschreiben. Und das ist ein ähnliches Prinzip wie hier auch. Hier sieht man schon mal so ein paar Sachen, die in der Pipeline sind, die relativ bald kommen werden. Also die Handlungsstränge zum einen, wir werden noch so Erzählperspektive haben, Motive, so das Leitmotiv, solche Sachen, Szenentypen und auch ein größeres Beschreibungsfeld. Das Beschreibungsfeld ist interessant, weil das geht dann in einen ganz neuen Bereich, nämlich die Step-Outline. Das erzähle ich euch das nächste Mal, wenn es fertig ist. Die Step-Outline hilft euch, eine Zusammenfassung eurer Geschichte zu erstellen. Okay, jetzt die Fragen zum Plot-Outliner. Mhm. Natürlich die Frage, ob man das, wie man das anordnen kann, wie man strukturieren kann. Irgendwie, da tauchte eben die Frage mehrfach auf, wenn einem im Nachhinein noch was einfällt und so weiter, ob man das hinzufügen kann. Aber das ist ja... Klar, also man kann jederzeit hier mit diesem Pluszeichen, um eine neue Karte zu erstellen, muss man in eine reingehen und dann kann man hier auf den Plus drücken und dann erscheint eine neue Karte und da schreibe ich was rein und fertig. Die kann ich dann auch mit den Daten, halt, die ich hier mit dem Grid, kann ich die dann auffüllen. Und ganz wichtig ist, wenn ich ganz viele Karten habe, die bleiben ja immer horizontal, dann kann ich hier mit diesem Regler ein- und rauszoomen. So, und wenn ganz viele da sind, dann zoome ich einfach so, bis da viele sind. Dann funktioniert alles immer noch, ne? Mit dem Drag-and-Drop und mit der Zuordnung. Hier taucht gleich dazu die Frage auf, könnt ihr uns retten, wenn wir aus Versehen etwas Wichtiges gelöscht haben? Schwierig. Also, den Rettungsschirm haben wir noch nicht entworfen. Oder? Hier oben seht ihr so ein paar ausgegraute Felder. Das eine Dings hier mit dem Häkchen, ne? Das ist der Undo-Button, also der Rückgängig-Button. Und da passiert noch nichts, wenn man da drauf drückt. Also das, noch ist es so, das ist, wird ja alles sozusagen live gespeichert. Es wird automatisch gespeichert, ohne dass ihr was machen müsst. Es ist einfach gespeichert in unserem Server hier in Berlin. Und, aber es wird jeweils überschrieben. Und die alten Versionen sind auch für uns sehr schwer zugänglich. Das wird sich aber ändern, sobald wir die Premium-Version haben, wo man sich einloggt und so weiter. Dann können wir da eventuell ein bisschen mehr retten. Also die Frage tauchte relativ häufig jetzt auf, ob man im Nachgang was ergänzen kann, umschieben kann und so weiter. Ja. Das kann man also, ich habe dir nur zur Hälfte zugehört, ich bin hier bei den Fragen. Das kann man sowohl in der narrativen Ansicht als auch in einer chronologischen Ansicht. Ja, es wird immer abgespeichert. Genau. Und neu, sagen wir mal, ihr habt jetzt dieses Projekt hier angelegt und jetzt gehe ich mal los und bin nicht mehr hier im WLAN und bin nicht mehr online. Trotzdem kann ich weiterarbeiten und trotzdem wird alles gespeichert und zwar im Browser. Und das nächste Mal, wenn ich online gehe, dann wird alles, was ich dazwischendurch lokal erarbeitet habe, synchronisiert. Ne? Das heißt, man kann es jetzt offline nutzen. No? Man legt es an, um ein Projekt anzulegen, muss man einmal im Internet haben, aber daraufhin kann man auch offline arbeiten. Ja. Genau. Ich habe hier noch weitere Fragen und zwar, ganz spannend, bezieht sich auf verschiedene Plotmöglichkeiten. Es gibt verschiedene Plotmethoden, sind die bei dem Programm hinterlegt, sodass man an denen seinen Plot oder anhand derer
Ja. Das wäre ja zum Beispiel sowas wie die Heldenreise, oder? Wenn ich die Frage richtig verstehe. Ich bin das ist nicht im Chat, das kam hier aus dem Schreibnachforum, ja. Deswegen ist das wahrscheinlich schlecht. Ja, also wir versuchen hier so den Autoren maximale Freiheit zu lassen. Das heißt, was ihr hier reinfüllt und wie ihr das alles nutzt, könnt ihr halt selbst bestimmen. Man kann allerdings, also vor allem, wenn wir so weit sind, dass wir diese Funktion hier, Scene Type, haben, dann sind in der halt diverse Punkte, wie zum Beispiel die Heldenreise oder vielleicht auch andere Punkte wie Blake Snyder's Save the Cat und ein paar andere Sachen, sind da so ein bisschen hinterlegt. Das heißt, wenn man sich auskennt zumindest, ja, man weiß, was die Schritte der Heldenreise sind, dann kann man damit arbeiten, mit dieser Funktion. Das kommt dann noch in ein paar Monaten. Aber grundsätzlich geben wir keine Methode vor. Also man kann... Snowflake. Wir sind nicht preskriptiv. Ne? Snowflake-Methode? Die kenne ich nicht. Was ist das? Rebecca, gib mal laut. Was ist die Snowflake-Methode? Cool. Ja. Danke schön, Melanie. hier oben rechts. Ja, ihr fragt euch ja vielleicht, wie sichere ich denn, wenn das alles automatisch gesichert ist. Und das haben wir auch ein paar Mal gesehen, dass nicht unbedingt verstanden wird, wie dieses Prinzip funktioniert. Was wir hier haben, hier oben, ist eine einzigartige URL. Diese URL muss man eigentlich nur das nächste Mal aufrufen und dann kommt man zurück zu dem Zustand, den man das letzte Mal verlassen hat. Das heißt, man muss diese URL in irgendeiner Art und Weise bookmarken, also so ein Lesezeichen setzen, ja, und dann kommt man wieder dahin. Oder man nutzt eine eigene Funktion, nämlich, dass man das hier ist Copy to Clipboard, also hier an die Zwischenablage kopieren und dann kann man diese URL sich irgendwo hinbappen in ein sicheres Dokument, wo man weiß, wo es ist. Oder man schickt sich selbst eine E-Mail, ja, und dann ist der Link da drin und dann hat man eben diesen Link. Das ist das Wichtige daran zu denken, dass in diesem Zustand, bevor man sich registriert, also diese ganzen kostenlosen Sachen, die ich euch hier zeige, nutzt, da braucht man nur diese URL wieder aufzurufen und schon ist man wieder drin. Ich habe hier gleich mehrfache Antworten auf die Schneeflocken bekommen. Cool. Dass es sich halt immer weiter verzweigt. Ah, alles klar. Ja. Also das ist ja, als ich jung war, da gab es so Bücher, wo man so gelesen hat, der macht das und das und das und dann kommt er zu zwei Türen. Geht er durch die linke Tür, muss man auf Seite 46 gehen und geht er durch die rechte Tür, muss man auf Seite 75 gehen oder sowas. Und so baut sich dann die Geschichte auf. Ne? So eine verästelte Geschichte. Das ist auch etwas, was für Gaming, also wenn man Videospiele baut, auch ganz relevant ist. Wir können es hier nicht so direkt abbilden, weil wir von einer sozusagen klassischen, altmodischen Narrative ausgehen. Das ist so, dass wenn man einen Film guckt, einen Tatort guckt oder sowas, ne, wenn ich das Drehbuch schreibe, dann gehe ich ja davon aus, dass der Zuschauer von Anfang bis Ende dabei ist und der wird dann sozusagen durch die narrative Linie so geführt. Dieses mit den multiplen narrativen Linien oder auch Verästelungen und Verzweigungen, das kann man, wenn man geschickt ist, hier so ein bisschen abbilden, aber das ist nicht sozusagen direkt vorgesehen. Das mit den unterschiedlichen Storylines und Subplots hast du schon angedeutet. Ja, genau, also eine ganz, ja, das ist die nächste Funktion, die wird es geben im Oktober schon. Ja, das ist in der Mache und das heißt Handlungsstränge dann auf Deutsch oder Storylines auf Englisch. Damit kann man eben, ich glaube, das ist das, was man am meisten braucht eigentlich, dass man hier die unterschiedlichen Handlungsstränge irgendwie bearbeiten kann. Hast du was zu diesen Szenentypen schon erklärt? Das geht da so ein bisschen damit einher. Ne? Die Szenentypen ist halt besonders interessant, wenn man so sehr dramaturgisch denkt und wo man dann halt auswählen kann, also sagen kann, okay, diese Szene, hier ist die Liebesszene, hier ist der Mittelpunkt, hier ist die Krise, hier ist die Resolution, hier ist vielleicht eine Traumsequenz.
Hier ist ein Campfire-Scene oder was weiß ich, das sind die unterschiedlichen Sorten von Szenen, die es gibt. Und da drin kann man dann eben auch so Szenentypen auswählen, die zum Beispiel für die Heldenreise so ganz klassisch sind. Also man trifft den Mentor zum Beispiel. Da müsstest du mal selber lesen bei dieser Frage. Story-Example-Funktion geplant. cool. Also, was wir schon häufig gehört haben, was wir auch irgendwann mal machen wollen. Philipp, die Frage geht an dich. Also, beziehungsweise die Antwort geht jetzt an dich. Genau, also hier ist die Frage, ist auch eine Story-Example-Funktion geplant? Und das wollen wir tatsächlich machen, sodass wir sozusagen ein paar Klassiker hinterlegen, so, die sozusagen dann vorgebaut sind, damit man sehen kann, wie das Ganze aufgebaut ist. Und die Beispiele hier so mit Stirb langsam und Superhero und so finde ich schon ganz gut. Wollen wir machen, ist noch nicht fertig, lässt sich dann gut kommunizieren, was das Tool alles kann. Ne? Mehrere Handlungsstränge einer Szene zuweisen? Ja, kann man. Wird man dann können. Ne? Das ist diese Storylines-Funktion, da kann man mehrere Handlungsstränge. Mehrfachnennung wird möglich sein, auf jeden Fall, ja. Mhm. Dann habe ich hier nochmal von Hannes irgendwie die Frage, wird die Seite auch lokalisiert? Ja. Ach, ja, also lokalisiert im Sinne von deutsch lokalisiert. Ja, das hatten wir schon, okay, sorry. ja. Ich sorge für die Lokalisierung, das hört sich super an. Ja, ist relevant, das ist ja auch was anderes als übersetzen, was sie auch tatsächlich macht. Das sind zum Beispiel andere Beispiele, die vielleicht in Deutschland eher bekannt sind als ich. So, ich habe jetzt hier noch die letzten Fragen, wir müssen bald zum Ende kommen. Moment, genau. Hat man die Möglichkeit, den Plot auszudrucken? Und die gleiche Frage bezieht die sich Figuren. Aber auch auf die Steckbriefe, ne? Ja. Also der Protagonisten. Ja, ja, ja. Also, was man ja jetzt schon in unserem alten Figurenentwickler machen kann, ist, dass man sozusagen diese Fragen, die man beantwortet, als PDF ausspielen kann, ne? Also ausdrucken kann oder als PDF sichern kann. Das kann man mit diesem aktuellen Zustand, wie wir es jetzt haben, noch nicht, wird es aber bald wieder geben. Dafür kann man aber jetzt vergleichen, was man bei dem alten nicht konnte. Und ja, also bei den Figuren und diesen Figuren-Sheets nennen wir, also diese Steckbriefe, es ist kein Ding. Das wird man dann auch ausdrucken können, also als PDF dann auch abspeichern können. Bei dem Plot ist das ein bisschen eine größere Herausforderung, wird es aber auch geben, nicht gleich zu Anfang. Es muss ja irgendwie möglich sein, dass man das irgendwie auch anders als nur hier im Browser sieht, also dass man es auch abspeichern kann. Ich vermute, das wird so ähnlich funktionieren wie die Notizen ausdrucken in PowerPoint, so ein bisschen so in der Richtung. So, wir haben jetzt hier noch letzte Fragen. Also falls ihr jetzt noch Fragen habt, inhaltlich oder zum Tool, bitte reinhauen. Mhm. Ich gebe dir jetzt die letzten Fragen, die ich hier gerade noch auf dem Schild habe. Und dann würde ich sagen, sagst du noch was zu unserem Schreibnacht-Forum-Special und zu unserem Pricing-Modell, zumindest in Ansätzen. Da wurde nämlich schon ein paar Mal nachgefragt. Aha. Natürlich wird Premium was kosten. Was für eine Frage, Lian. Warte, aber jetzt hier nochmal. Papyrus. Mhm. Genau. Gibt es Ansätze, Erfahrungen, beide Programme oder andere Schreibprogramme damit in Beziehung zu bringen? Also sprich zusammenzuführen. Ja. Also wir sind ja eine webbasierte Software, das heißt, man muss ja bei uns nichts installieren. Es ist ja online. Ne? Ihr müsst euch im Prinzip auf diese URL gehen und da habt ihr euer Projekt schon. Von welchem Rechner auch immer. Ihr müsst auch keine Dateien irgendwie rumtragen auf dem Stick oder sowas. Ne? Das ist ja alles online. Papyrus zum Beispiel ist ja eher so, wie die, dass man es installiert auf seinem Rechner, so wie Scrivener und so weiter. Was wir definitiv vorhaben, ist sogenannte APIs, also so Schnittstellen zu bauen, zu anderen webbasierten Lösungen. Da gibt es zum Beispiel ein Startup aus London, das heißt Noveler.org. Das ist eine Schreibsoftware. Die könnt ihr euch mal angucken. Es gibt so eine kostenlose Testphase. Kann man hervorragend drin schreiben. Und mit denen haben wir im Prinzip schon abgemacht, dass wir so eine
eine Schnittstelle zwischen uns, unseren beiden Softwares bauen. Das heißt, man kann dann mit uns die Geschichte erarbeiten und mit Noveler die schreiben. So, also das geht halt wesentlich einfacher mit Schnittstellen zu bauen zu anderen webbasierten Lösungen. Und ansonsten geht es halt darum, dass wir dann halt Exports bereitstellen müssen, dass man Daten, die man hier erarbeitet, dann einfügt in seinem Schreibprogramm. Ne? So, jetzt scroll ich gerade hier mal irgendwie 100.000 Sachen durch. Boah, ist ja cool, dass hier so viele Fragen sind. Ja, ja, es ist, ich versuche das zu bündeln. Nee, ich glaube, jetzt sind wir erstmal durch. Also zumindest hast du sie alle erschlagen. Dann, warte mal kurz, was? Noveler.org ist auf Chinesisch? Ich hoffe nicht. Ist auf Englisch eigentlich. So, ne? Jetzt, finally. Novler.org. Muss ich dann für beide Web-Applikationen zahlen? Schreib's hier mal in Karte, naja, das man das dann sehen. Ob man dann für beide Web-Applikationen, das sind unsere Freunde in London, ne? Ob man dann für beide Web-Applikationen zahlen muss? Vermutlich, ja. Weil das ist ja eine separate Geschichte, ne? Also die haben ja mit uns nur über die Schnittstelle dann sozusagen zu tun, da kommt ja separate Software ist. Und allein schon also diese Schnittstellen zu bauen, kostet uns viel Zeit und Geld. Und bei denen auch. Ne? Wir müssen ja beide dran bauen, also wie so ein Tunnel, so, ne? Dass man sich dann trifft. Das kostet Geld, das alles zu bauen kostet Geld. Also wir müssen für diesen Premium-Bereich müssen wir dann auch Geld nehmen. Es wird einen Basispreis geben für Premium, der wird so um die 59 Euro sein. Und jetzt kommen wir zu den Goodies. Wir haben es ja jetzt schon gesagt, für Early Birds, also für ganz frühe Bucher, gibt es einen Discount, das heißt, die Zahl, also der quasi der Messepreis, wenn man so will, oder der Oktoberpreis, ist dann lediglich 29 Euro. Und was wir gerne machen würden, ist, dass wir halt für Schreibnacht Forum Leute dann sowieso nochmal einen kleinen extra Rabatt geben, aber und das ist das, wo ihr uns vielleicht helfen könnt. Was wir ganz gerne machen würden, ist euch sozusagen Test-Accounts zu geben, damit ihr mit dieser Software, so wie sie jetzt ist, ein bisschen spielt und uns eure Erfahrungen zurückgibt in Form eines Fragebogens. Nadine hat einen Fragebogen ausgearbeitet, den würden wir euch dann schicken. Und jeder, der uns einen Fragebogen zurückschickt, der kriegt dann nochmal einen fetten Rabatt auf die 29 Euro. Ja, das heißt, der kann das dann für circa 20 Euro die Premium-Version für ein ganzes Jahr kaufen. Und mit allen Updates, die wir machen in den nächsten Monaten inklusive. Also sprich neue Funktionen, die hinzukommen. Ne? Kannst du mich mal ins Bild bringen, bitte? So, das muss ja die ganze Zeit irgendwie meine Schlau und eine Schönheit. Oh mein Gott, du. Also, so, ich mache das mal anders. Also dieses, seht ihr mich? Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ja, bestimmt. Dieses Special-Angebot jetzt zum Oktober sind 29 Euro und natürlich auch die weiteren Preise, die wir dann aufsetzen werden. Also es gibt verschiedene Accounts irgendwie in Zukunft. Ne? Wir sind jetzt irgendwie erstmal dabei, diese verschiedenen Versionen auszurollen. Dafür brauchen wir Test-User. Das wäre jetzt eben unser Angebot an euch, dass ihr mit reinkommt sozusagen, das alles austestet, die jetzige Version, die wir gerade frisch aufgesetzt haben. Und wir dann bis zum Oktober werden wir noch weitere Features aufsetzen. Also das, was ihr jetzt gesehen habt, das ist noch bei weitem nicht das, was dann im Oktober als Premium-Account angeboten wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Die 29 Euro und auch die anderen Accountspreise sind natürlich aufs Jahr bezogen.